Zunächst mal herzlich willkommen von unserer Seite. Wir sind heute zusammen, um über E-Prüfungen auch zu sprechen natürlich. Und unser Thema ist hier Prüfungssoftware, Prüfungstechnik und Prozesse, haben wir es mal genannt. Die Frau Muris Wendt und ich. Wir sind heute beide von der TU München hier im ProLehre-Team. Das ist ein zentrales Team. Und wir wiederum ein Teilbereich davon beschäftigt sich eben mit Education Technology, also das sogenannte EdTech-Team. Dafür sind wir heute hier. Und bevor ich jetzt die Agenda zeige, würde ich vielleicht mal noch mal ein paar Gedanken, um uns dem Thema mal anzunähern. Und würde Sie gleich mal da ein Stück weit einstimmen. Wenn wir uns die vergangenen Semester anschauen, dann waren das etwas besondere Semester, wenn man sich die Hochschulen anschaut, die Einrichtungen, die mit Lehre zu tun haben. Es waren meistens Semester in Zeiten von Corona und auch die Prüfungen waren durch die ganze Pandemiesituation geprägt. Ich denke, das haben die meisten von Ihnen, wir haben ja heute eine sehr volle Teilnehmerliste mit über 40 Leuten, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt schon alle da sind. Ich denke mal, viele von Ihnen waren da auch direkt mit dran, live dabei. Und dieses Thema Prüfungen in Zeiten von Corona hat natürlich auch bei vielen dazu geführt, was tun wir denn letztendlich, wenn wir am Schluss in die Hörsäle nicht reinkommen oder nur unter sehr erschwerten Bedingungen. Wie wäre es denn, wenn wir auch Prüfungen von zu Hause aus machen würden? Elektronische Prüfungsformate, die man vielleicht nicht nur im Hörsaal anbieten kann, sondern eben auch von zu Hause aus. Das heißt, es hat sich ein ganzes Portfolio aufgetan, selbst bei Hochschulen oder bei Universitäten wie der TU München, die sehr viel Präsenzprüfungen bisher abgeleistet hat und auch immer noch ableistet, ist aber ein großer Umdenkprozess vonstatten gegangen, hin zu der Überlegung, was kann man als elektronische Prüfungen abbilden, was für Prozesse spielen sich da ab und was muss man denn alles dabei beachten, wenn man sowas umsetzen will. Da sind wir auch schon mitten im Thema, nämlich ich zeige mal die Übersicht zu unserem Workshop. Wir werden das Ganze in mehrere Blöcke aufteilen und dazwischen immer kurze Pausen machen, wenn wir es irgendwie hinkriegen zeitlich. Erstmal werden wir über Grundlegendes zu E-Prüfungen sprechen. Dann werden wir uns nach einer Gruppenarbeit über die Prozesse von verschiedenen E-Prüfungsformaten unterhalten. Dann geht es um praktische Umsetzung, Fragetypen und technische Gestaltung und am Ende um beaufsichtigte Formate. Auch nochmal ganz spannend. Da sind wir, die Nina und ich, jetzt schon seit längerer Zeit auch unterwegs und haben auch mit Hunderten von Prüfungen, kann man sagen, an der TUM verschiedenste Erfahrungen gesammelt, insbesondere auch mit den beaufsichtigten Formaten. So, ich würde gleich mitten reingehen, damit Sie auch gleich aktiv werden, denn wichtig ist ja uns heute in dem Workshop auch, dass Sie mit teilnehmen, dass Sie dabei sind, dass Sie mitwirken und uns Ideen mitgeben sozusagen. Ich würde sozusagen gleich mal auf den ersten Block kommen und hier geht es um, wie gesagt, Grundlagen von E-Prüfungen. Um die Entscheidung, unterschiedliche E-Prüfungsformate, dann machen wir die Gruppenarbeit und dann sehen wir mal weiter. Was sind denn die wichtigsten Faktoren bei verschiedenen Prüfungsformaten? Und ein wichtiger Faktor, ein grundlegender Faktor, den wir jetzt auch im, sag mal, Prüfungsteam bei uns zentral hier herausgearbeitet haben, ein wichtiges Kriterium ist diese Unterscheidung zwischen beaufsichtigten Formaten und unbeaufsichtigten Formaten. Als grundlegende Überlegung. Man kann natürlich verschiedene, das haben wir jetzt auch gerade eben an den verschiedenen Kriterien gesehen, man kann natürlich verschiedene Unterscheidungen anlegen. Für uns war das immer ein ganz entscheidendes Kriterium, weil es eben technisch auch ein großer Unterschied ist, ob die Prüfung beaufsichtigt oder unbeaufsichtigt ist. Und wir haben dann aufgrund dieser Überlegungen und auch der anderen Kriterien, ich zeige mal beispielhaft an der TU München, so ein Portfolio bereitgestellt. Jetzt insbesondere während der letzten Prüfungssemester, wo eben ein großes Maß an elektronischen Prüfungsformaten stattgefunden haben. Wir sehen auch hier wieder die Unterscheidung unbeaufsichtigt und beaufsichtigt. Und da haben wir die verschiedenen Formate. Upload, E-Prüfung, mündliche Fernprüfung, beaufsichtigte schriftliche Fernprüfung oder schriftliche Fernprüfung mit Papier und Stift. Und die werden wir der Reihe nach uns mal ganz kurz anschauen. Und ich übergebe an die Frau Muris-Wendt. Ja, also vielen Dank und hallo in die Runde auch von meiner Seite noch kurz. Wir sprechen jetzt einfach erstmal kurz über diese fünf grundlegenden unterschiedlichen E-Prüfungsformate. Die gibt es mehr oder weniger in dieser oder ähnlicher Form bestimmt an vielen Ihrer Hochschulen auch.
Wir starten gleich mal einfach mit der ersten unbeaufsichtigten, der Upload-Prüfung. Die Upload-Prüfung ist quasi eine, wird erstellt wie eine klassische, kann eine klassische Papierprüfung sein, die im Prinzip als PDF-Dokument den Studierenden einfach bereitgestellt wird, was sie dann herunterladen, entweder mit dem Stift ausfüllen können, abfotografieren und wieder hochladen oder unter Umständen auch mit einem PDF-Editor ausfüllen können. Ist geeignet für kleine bis mittelgroße Kohorten. Durch die fehlende Beaufsichtigung natürlich per se ein Open-Book-Format, das heißt keine Abfragen von reinen Wissensfragen, die man einfach nachlesen könnte, sondern eben höhere Kompetenzstufen. Und hat den Vorteil, dass sie eben eine relativ geringe Anforderung an Internetverbindungen hat, weil man ja nur für den Moment des Downloads und des Uploads eine halbwegs gute Internetverbindung braucht, wenn man JPEGs hochlädt, wenn das eben Fotos sind. Ansonsten kann man die auch nochmal in PDF konvertieren, hat dann auch wieder direkt weniger Dateivolumen, das hochzuladen ist, und ist so für alle eigentlich eine ja fast schon klassische Prüfungsform. Die nächste Prüfungsform wäre die E-Prüfung. In Moodle heißt es zum Beispiel dann auch der E-Test. Das ist also ein Test, eine Prüfung, die wirklich elektronisch erstellt wird und elektronisch und eben mit laufender Internetverbindung auf einer Lernplattform oder Prüfungsplattform zur Verfügung steht, ist für kleinste und auch wirklich sehr große Kohorten geeignet. Natürlich auch hier wieder das Open Book Format. Dadurch, dass die Lernplattformen eigentlich auch meistens so gestaltet sind, dass man eben keine besonders wahnsinnig großen Internetverbindungen braucht, eben auch hier von der technischen Seite her für die Studierenden gut zu bedienen. Unter die Kategorie der beaufsichtigten Prüfungen kann man zuerst mal die mündliche Prüfung fassen, wobei, das kennen Sie ja wahrscheinlich, dass im meisten Format eigentlich eine Zoom-Session ist, wie wir sie hier machen, oder BigBlueButton oder welches Konferenztool auch immer, in der einfach nur der Prüfling und die Prüfenden zusammengeschaltet werden und man per Videokonferenz die einfach eine quasi standardmündliche Prüfung macht. Das Ganze aber natürlich nur für kleine Kohorten geeignet ist. Man hier durchaus schon auch ein Closed-Book-Verfahren wählen kann. Nach Open-Book kann man quasi immer ausweiten, aber auch hier sind natürlich reine Wissensfragen dann schon besser möglich. Allerdings brauchen eben auch beide Seiten eine wirklich gute Internetverbindung. So, und dann zu den beiden schriftlichen Formaten, die beaufsichtigt werden. Die beaufsichtigte schriftliche Fernprüfung am Computer, also der E-Test, der beaufsichtigt wird. Das ist zum Beispiel eine geproctorte Prüfungsvariante, für die man zum Beispiel eben auch Proctoring-Software verwenden kann. Ich habe kurz im Chat schon die Frage gesehen. Darauf werden wir auch ganz zum Schluss im letzten Block noch kommen. Ist leider ein Teil, den man wirklich nicht so leicht praxistesten kann. Deswegen werden wir darüber einfach versuchen, aus unserer Erfahrung einiges zu berichten und hier Einblicke zu geben. Die Prüfungsform ist grundsätzlich für kleine bis große Kohorten geeignet. Kann auch Closed Book sein, wobei auch hier natürlich das Open Book Format möglich und sinnvoll ist, und hat schon etwas höhere Anforderungen an die Internetverbindung, auch deshalb, weil die Beaufsichtigung ja auch immer eine Videokomponente normalerweise beinhaltet. Also es muss quasi während der gesamten Prüfung die Webcam laufen, um den Prüfling zu beobachten, zu beaufsichtigen und diese Informationen eben auch weiterzugeben. Es gibt auch Software, bei der werden zum Beispiel nur Fotos gemacht ab und zu, aber trotzdem kommt natürlich bei einer einstündigen Prüfung hier dann auch eine ganze Menge Bildmaterial zusammen. Und die letzte Variante
ist dann eine beaufsichtigte schriftliche Fernprüfung mit Papier und Stift. Wir nennen das an der TUM ein bisschen verkürzt Zoom- und Upload-Prüfung, weil das bei uns die gängige Variante ist. Das heißt, wir machen eine Upload-Prüfung, wie ich sie im ersten Block kurz erläutert habe, wo allerdings die Studierenden per Zoom-Session zusammengeschaltet werden und man eben während der Zeit, die die Upload-Prüfung bearbeitet wird, per Zoom-Konferenz die Teilnehmenden quasi eben auch beaufsichtigen kann. Das ist nur bis zu mittelgroßen Kohorten wirklich sinnvoll oder ich sag mal wirtschaftlich. Da werden dann zwar auch Breakout-Räume gemacht. Es gibt da Quoten, dass man so bis zu 10, 15 Personen vielleicht ganz gut noch beobachten kann. Wenn wir das aber hochskalieren auf mehrere hundert Studierenden, wird es natürlich auch irgendwann technisch schwierig und organisatorisch schwierig. Genau, ich wollte nur kurz noch ergänzen, dass das hier eben auch Open Book Fragen sein können und dass durch die Zoom-Konferenz eben die Internetverbindung natürlich auch eine etwas größere Anforderung hat. Wir haben für diese Prüfungsvarianten auch nochmal für uns, wie es Nina gerade angekündigt hat, schon mal so ein bisschen eine Zusammenfassung erstellt, die wir ja auch in den Folien letztendlich dann für die Teilnehmergruppe zur Verfügung haben. Was man zu den Prüfungsinhalten sagen kann, ich glaube, da hatten wir schon einiges jetzt auch zusammengefasst. Auch zum Prozessablauf hatten wir zum Teil schon, denke ich, eine ganz gute Darstellung. Ich denke mal, zu den Inhalten würde ich jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig viel sagen, sondern eher nochmal die Prozessabläufe vielleicht kurz vergegenwärtigen. Wie bei der Upload-Prüfung, hier unbeaufsichtigt in unserem Fall, mit Authentifizierung, dann muss man normalerweise so einen Code of Conduct auch bestätigen, den wir brauchen, damit die Studierenden eine Eigenständigkeitserklärung rechtlich abgeben. Dann wird das Aufgabenblatt bereitgestellt und heruntergeladen, bearbeitet und dann entsprechend wieder hochgeladen. Und wir hatten es ja auch gerade eben, glaube ich, schon genannt, verschiedene Learning Management Systeme haben eigentlich dem allermeisten mittlerweile so eine Art Aufgabe, wo ich Materialien herunterladen und wieder hochladen kann. Dadurch, dass es keine Beaufsichtigung gibt, sind da normalerweise die Funktionalitäten direkt in der Lernplattform schon ausreichend. Da muss ich also gar keine weiteren ergänzenden Tools mehr zuschalten. Manche nutzen dann noch einen Safe-Exam-Browser zum Beispiel, um die Rechner abzusperren. Wobei man natürlich sagen muss, wenn ich nicht beaufsichtigt bin, ist es nur bedingt wirkungsvoll, den Rechner abzusichern, weil ich ja auch auf dem anderen Rechner oder auf dem Handy dann recherchieren kann, wenn ich da entsprechend ausgestattet bin. Gut, die E-Prüfung unbeaufsichtigt. Ja, wie gesagt, Prüfungsinhalte, glaube ich, haben wir an der einen oder anderen Stelle ja jetzt schon angesprochen gehabt. Wir haben verschiedenste Möglichkeiten, die Fragetypen der jeweiligen Lern- oder Prüfungsplattform zu nutzen. Und wir haben auch einen relativ überschaubaren Prozess. Nämlich auch wiederum die Authentifizierung. Im Normalfall zum Beispiel durch Upload des Studentenausweises, aber auch das ist nicht immer notwendig, je nach rechtlicher Lage, wie das gesehen wird. Und der Code of Conduct. Dann wird anstelle sozusagen des Downloads wird direkt der E-Test in Moodle bearbeitet oder in der Plattform bearbeitet in unserem Fall. Jetzt habe ich hier, glaube ich, in Moodle stehen. Und dann wird sozusagen die Prüfung in der Plattform abgegeben und damit ist der Test letztendlich beendet. Und ich sage mal so, der Vorteil, wir hatten es, glaube ich, jetzt auch im Verlauf unserer Veranstaltung schon angesprochen, der Vorteil von den digitalen Prüfungsformaten, jetzt zum Beispiel im E-Test, ist natürlich, dass ich die Möglichkeiten der automatischen Auswertung sehr gut nutzen kann. Allerdings ist es hier so, wenn wir sagen, wir haben eine E-Prüfung unbeaufsichtigt, dann spricht es mehr, ich sage mal, für Open-Book-Formate, offene Formate, vielleicht auch offene Fragen. Die kann ich wiederum schlecht automatisiert auswerten. Ansonsten müsste ich den Test beaufsichtigen. Dann könnten die, so ist es bei uns auch zumindest in vielen Prüfungen, wenn die Prüfung dann beaufsichtigt wird, dann werden auch wieder geschlossenere Formate häufiger zum Einsatz gebracht, weil man davon ausgeht, dass eben die, Betrugsgefahr sich im kleineren Rahmen enthält. Da können wir uns dann nachher noch drüber austauschen. Das Ganze über Prüfungssysteme, ich denke, das ist klar. Zur mündlichen Prüfung hat man ja irgendwie gar keine Gruppe. Ich habe das jetzt mal so interpretiert, dass einfach dieses Prüfungsformat ja schon seit Jahren gang und gäbe ist in verschiedensten Richtungen und dass es deswegen vielleicht gar kein so ein großes, so eine große Motivation an so einer Gruppe da war. Ich denke, da müssen wir auch gar nicht viel Worte drüber verlieren.
bei einer mündlichen Prüfung, die kennen wir, die verläuft ähnlich wie eine mündliche Prüfung vor Ort, nur das Ganze über ein Videokonferenzsystem zum Beispiel abgewickelt. Und dann folgt natürlich im Normalfall die Authentifizierung. Es werden die Rahmeninformationen zur mündlichen Prüfung nochmal kurz mündlich im Normalfall bekannt gegeben. Wie läuft das Ganze ab und so weiter. Dann findet das Prüfungsgespräch statt oder es kann auch teilweise eine Präsentation enthalten oder eine Vorführung, wenn es um praktische Aktivitäten geht. Auch sowas ist natürlich per Kamera denkbar. Also ich habe selbst einige mündliche Prüfungen jetzt auch in den letzten Jahren abgewickelt. Also auch das ist natürlich denkbar, dass man so eine Kombination macht. Und dann gibt es möglicherweise, je nachdem wie das Ganze gehandhabt wird, auch gleich eine direkte Bewertung, nachdem sich die Prüfer nochmal austauschen. Auch sowas ist natürlich machbar in der mündlichen Prüfung, dass man dann die Bewertung gleich weitergibt. Dementsprechend kommen die jeweiligen Tools zum Einsatz. Per Zoom kann man sowas machen, Big Blue Button oder Teams, gibt verschiedenste. Sie kennen das, glaube ich, auch. Dann die beaufsichtigte Fernprüfung mit Papier und Stift. Ich denke mal, Inhalte haben wir auch gerade eben wieder besprochen. Auch den grundlegenden Ablauf haben wir, denke ich, ganz gut zusammengefasst schon. Der ist ähnlich wie bei einer Upload-Prüfung, die zu Hause stattfindet, nur dass das Ganze noch zusätzlich beaufsichtigt wird. Wir haben natürlich eine höhere Komplexität. Man muss sich immer klar machen, diese Prüfungen sind hochtechnische Prüfungen, wo man halt verschiedene Systeme gleichzeitig im Einsatz hat. Aber ich sage mal, in der Praxis wird es häufig auch gemacht. Und es kommen dann Systeme wie das entsprechende Learning Management System plus die entsprechenden Videokonferenzsysteme zum Einsatz. Also natürlich kann man auch sozusagen spezifische Prüfungsplattformen nutzen. Es gibt Dienstleister, die Prüfungsplattformen anbieten, die man dann nur für Prüfungsaktivitäten hernimmt. Aber so aus unserer Erfahrung raus findet schon sehr häufig auch wirklich eine Nutzung der eigenen Plattform dann findet statt, soweit die für Prüfungen auch in der Größenordnung, die man braucht, tauglich ist, dann auch für die Leistungsfähigkeit. Ganz spannend, wenn wir über beaufsichtigte Prüfungen nachdenken, ist natürlich immer, braucht man aufgrund der datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen möglicherweise eine Absicherung, eine alternative Prüfung mit Rechnerabsicherung im Hörsaal. Oder kann man sozusagen nur eine reine Online-Prüfung stattfinden lassen mit Beaufsichtigung? Also bei uns ist es so, nach der Bayerischen Fernprüfungserprobungsverordnung, wenn sozusagen Daten per Video zum Beispiel aufgezeichnet werden, muss immer eine alternative Prüfung on Campus angeboten werden. Da können wir ja nachher nochmal diskutieren, wenn es dann um die Proctored-Exams geht, wie wir das sowas handhaben können, wie so ein Prüfungsprozess dann im Detail ausschaut. Deswegen mache ich es jetzt auch kurz, weil wir nachher den Prüfungsblock haben. Bei den online beaufsichtigten Prüfungsformaten, wir haben prinzipiell einen E-Test, aber wir haben zusätzlich noch die Beaufsichtigungsmöglichkeiten ergänzt, die häufig die Lernplattformen selbst alleine nicht bieten, sondern das heißt, wir würden normalerweise noch einen Dienstleister mit ins Boot holen oder zusätzliche Tools mit ins Boot holen, je nachdem, ob das jetzt eine menschliche Beaufsichtigung ist oder eine automatisierte Aufsicht, sind es eben unterschiedliche Plattformen, unterschiedliche Tools. Wir kommen dann nachher noch drauf. Zum Beispiel hier ProctorU oder ProctorExam, Proctorio. Gibt es auch in Europa, das zeige ich nachher mal, verschiedene Tools, die da zum Einsatz kommen. Und der Vorteil an diesen Prüfungen ist natürlich, wir haben die Beaufsichtigung. Das ist der eine Vorteil, dass wir eben mit geschlossenen Formaten arbeiten können. Aber gleichzeitig haben wir eben den Vorteil, dass die Tools häufig so integriert und ich sage mal so ausgereift mittlerweile schon sind, dass man schön als Prüfling durch den ganzen Prozess durchgeführt wird. Also das heißt, ein Prüfungsverantwortlicher muss möglicherweise im Prozess gar nicht mehr so viel teilnehmen, weil das Tool eigentlich schon so organisiert ist. Gut, auch hier gilt natürlich die Wahlmöglichkeit, die wir brauchen, wenn wir eine beaufsichtigte Prüfung machen und das Videosignal zum Beispiel aufgezeichnet wird. Gut, jetzt würde ich zum Abschluss, bevor wir noch mal kurz zu Ihrer Meinung zu dem Thema kundtun, einen schnellen Überblick über den Planungsprozess, so wie wir ihn an der TU München machen, werfen. Einfach damit Sie so ein Gefühl haben, wie schaut sowas an anderen Unis aus oder an anderen Hochschulen, die jetzt mit diesen Prüfungen schon Erfahrungen gesammelt haben. Und da sehen wir den Prozess hier in 6 verschiedenen Schritten. Das eine ist natürlich der Infobereich. Dann wird das Ganze normalerweise bei uns beantragt, sodass wir auch an zentralen Stellen wissen, welche Prüfungen werden wann wo gehalten,
Das ist insbesondere halt bei großen Prüfungen sehr wichtig, damit es nicht am Schluss zu einer Überlastung des Systems kommt, wenn das Ganze außer Kontrolle ist und keiner weiß, wann welche Prüfungen stattfinden. Dann gibt es normalerweise einiges an Materialien, die wir bereitstellen, damit sich die Dozierenden entsprechend auf die Prüfungen vorbereiten können, aber natürlich auch eine Beratung und Unterstützung, die meist individuell dann stattfindet oder eben mit Veranstaltungen. Dann wird das Ganze durchgeführt. Und im Normalfall ist sozusagen dann eben auch ein Prüfungsstandby, je nach Prüfungsvariante, um die Prüfung eben zu begleiten, falls Probleme auftreten. Und am Ende kommen dann die abschließenden Arbeiten. Ich habe sicher immer Löschen sensibler Daten, je nachdem, wenn sie eben vorhanden sind. Bei manchen Prüfungen haben wir ja gar nicht so viel sensible Daten. Und dann eine Archivierung der Prüfung und der Ergebnisse, weil wir ja da auch Verpflichtungen rechtlicher Art haben, dass wir die Prüfungen eine Zeit lang aufbewahren müssen, meist mehrere Jahre, damit sie dann noch zur Verfügung stehen, falls es zum Beispiel rechtlich noch notwendig ist. Genau, wir wollen uns jetzt in dem Block mit Fragetypen auf Lernmanagementsystem beschäftigen. Wir haben an der TU Moodle, da haben wir jetzt mal zur Demonstration ein paar Fragetypen ausgewählt, die es klassischerweise so oder in einer sehr ähnlichen Form auch auf den anderen gängigen LMS gibt. Schauen uns dann einmal kurz die Vor- und Nachteile der Fragetypen an, technische Rahmenbedingungen und würden dann dazu auch gerne nochmal eine konkrete Gruppenarbeit machen mit Ihnen. Springen wir direkt rein. Ich habe hier einen sehr kleinen Prüfungskursraum aufgebaut für unsere Demonstration. Der besteht quasi nur aus, Moment. Okay. Der besteht quasi nur aus Überschrift und dem konkreten Test. Das könnte man natürlich alles noch entsprechend ein bisschen oder müsste man wahrscheinlich auch zum Teil noch ausbauen. Mit rechtlichen Hinweisen etc. Wir wollen jetzt im E-Test die 5 Standardfragetypen Multiple Choice, Lückentext mit Auswahl, wahr oder falsch, Kurzantwort und Drag-and-Drop-Zuordnung einmal zeigen. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Experte für die anderen Lernplattformen, aber so von einigen Blicken, die ich da mal reingeworfen habe, gibt es die auf jeden Fall in sehr ähnlicher Form oder zum Teil genauso eben auf anderen großen Lernplattformen. Wenn man den E-Test aufruft, hier einfach auch einen Platzhalter für zum Beispiel unsere Proctored Exams, sind hier auch sehr große Texte drin, in denen längere Hinweise gegeben werden zur Durchführung der Prüfung. Wir wollen uns jetzt einfach mal die Fragen ansehen. Wir starten mit der Multiple-Choice-Frage. Die muss man natürlich jetzt nicht weiter erklären, kennen alle von uns. An der TUM ist es so, dass wir in unserer allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung eine sehr genaue Vorgabe haben, wie Multiple-Choice-Fragen in Prüfungen auszusehen haben. Dass es an der TUM zum Beispiel eigentlich nur Single-Choice-Fragen sein dürfen. Das ist jetzt hier eben auch so umgesetzt, dass ich jetzt nicht 2, 3 Antworten anklicken kann, sondern nur eine. Technisch ist es so, für Moodle, wenn ich bei Single-Choice eine Antwort gewählt habe, kann ich die quasi nicht mehr entklicken. Also ich kann nur noch meine Antwort ändern, aber die nicht mehr entklicken. Es gibt dann hier diesen separaten Button, Auswahl widerrufen, wenn sich ein Student dazu entscheiden sollte, er schaut sich die ganze Prüfung an und sagt dann, oh nee, das mache ich jetzt doch noch nicht, nehme ich da einen Freiversuch, kann man die Antwort widerrufen und dann eben eine leere Prüfung abgeben. Der Fragetyp Lückentext ist auch relativ selbsterklärend. Es wird ein definiertes Feld eben angelegt, in dem verschiedene Antwortmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, von dem eben eine richtig ist, das ist sozusagen eigentlich automatisch fast immer Single Choice. Wie Sie sehen, ist es hier jede Frage auf einer separaten Seite angelegt. Das habe ich jetzt mit Absicht so gemacht. Man kann auch alle Fragen auf einer Seite anlegen oder
grundsätzlich irgendwie 20 Fragen pro Seite oder ähnliches. Man kann auch Blöcke bilden, thematische, und danach Seitenumbrüche einbauen. Hat alles jeweils immer Vor- und Nachteile. Wenn alle Fragen auf einer Seite sind, muss sich der Test zum Beispiel nur einmal laden. Danach kann ein Studierender den durchgängig bearbeiten. Wir haben dann in unseren Proctored Exams sogar den Modus, dass dann hier ein Feld mit der verbleibenden Zeit angezeigt wird, die auch immer mitscrollt. Also desto weiter ich nach unten gehe im Test, rutscht die Uhranzeige immer mit. Bei vielen Fragen kann das aber natürlich auch unübersichtlich werden, wenn man mal eine Frage überspringt und dann erst die nächste bearbeitet, dann wieder zu sehen, was muss ich denn jetzt noch ausfüllen. Das sind dann vielleicht wieder verschiedene Seiten die bessere Wahl. Die Wahr- oder Falsch-Antwort, also da kann man quasi die Antwortoptionen nicht bearbeiten. Das kann man auch nicht sehen, wenn man die Frage erstellt. Die werden einfach immer so angezeigt und die Frage muss eben entsprechend so gestellt werden, dass man entweder wahr oder falsch auswählen kann. Hier haben wir mal eine Frage mit Bild. Das ist die Kurzantwort. Man sieht eben, das ist kein großes Editor-Fenster, sondern nur eine Zeile. Man kann natürlich ein bisschen mehr als eine Zeile reinschreiben. Ich weiß nicht die genaue Zeichenbegrenzung, aber da ist auf jeden Fall jetzt ist nicht möglich, trotzdem einen Roman reinzuschreiben, sondern man muss sich eben kurz halten. Und am Ende haben wir dann noch die Drag-and-Drop-Frage. Ist jetzt bei uns hier in Moodle so, dass man für diesen Fragetyp zwei Fragen zur Verfügung stellen muss und hier rechts immer die Antwortoption sieht und die dann eben auf eine der markierten Flächen ziehen muss. Und wenn der Test, wenn man am Ende des Tests angekommen ist, geht man als Studierender eben auf Versuch abschließen. Kann sich dann hier in einem Überblick immer nochmal den Status ansehen. Habe ich eben vielleicht bei 80 Fragen eine dann doch noch vergessen? Kann ich nochmal zurück zum Versuch gehen, die Frage nochmal bearbeiten? Ansonsten gehe ich auf Abgabe und habe hier eben nochmal die Sicherheitsabfrage. Also es kann dann keiner sagen, ich habe irgendwie versehentlich zu früh geklickt. Ich musste quasi dreimal auf Abgabe klicken und dann ist der Test abgegeben. Hier ist es jetzt so eingestellt, dass man auf eine automatische Auswertung als Studierender kommt. Das ist natürlich für Prüfungen im Normalfall ausgeblendet. Das heißt, man sieht hier jetzt nicht, die Antwort ist falsch, die richtige Antwort ist. Das wollte ich jetzt einfach nur mal zeigen, dass das einfach auch eine Möglichkeit wäre, zum Beispiel für Übungen. Ach, da war doch eine richtige dabei. solche Funktionen eben zu nutzen. Lasst uns die noch mal kurz zusammen durchgehen, nur damit wir noch mal so eine kleine Ergänzung, Abwägung haben. Was sind denn so die typischen Fragetypen, die wir jetzt gerade auch gesehen haben und wie gehen wir denn damit um? Multiple Choice. Also wir haben hier mal so zusammengetragen. Ich habe es auch mal ein bisschen farblich gestaltet, dass wir es ein bisschen leichter auseinanderhalten können. Wenn einer von Ihnen noch gerne Anmerkung machen möchte, gerne sich gleich direkt melden. Das sind jetzt einfach mal so unsere Erkenntnisse oder mal so das Wichtigste, was uns eingefallen ist. Also Multiple Choice, ich glaube, das sind wir alle damit vertraut. Nina hat es gerade eben angesprochen. Da gibt es natürlich häufig auch in den allgemeinen Prüfungsvorgaben ganz klare Vorgaben, weil man kann jetzt schlecht eine Prüfung mit 10 Multiple-Choice-Fragen machen und das war's, sondern da gibt es im Normalfall klare Vorgaben, dass die Prüfung so und so viele Fragen dann enthalten muss und so müssen sie gestaltet sein. Zum Beispiel eine richtige und mindestens 3 oder 4 Wahloptionen, damit einfach die entsprechenden Rahmenbedingungen erfüllt sind. Und wir haben natürlich generell bei den geschlossenen Fragen, da hatten wir ja vorhin schon angefangen, auch mit der Diskussion, immer die Schwierigkeit, dass sowas natürlich leicht übertragbar ist vom einen zum nächsten. Was muss ich da anklicken, wenn es unbeaufsichtigt ist zum Beispiel? Und dann geht das ganz schnell im Kreis rum, wenn ich nicht entsprechende Vorkehrungen treffe, zum Beispiel, indem ich einen großen Fragenpool mache und dann Zufallsfragen auswähle, sodass ich schon mal erschwere, dass man die 100 Fragen alle gleichzeitig schnell im Chat austauschen kann oder so. Also da haben wir, denke ich, noch viel Erfahrung damit. Ich denke mal, von der technischen Gestaltung sind diese Fragetypen sehr robust und für viele Anwendungsfälle geeignet.
Darum sind sie, denke ich, auch so häufig im Einsatz. Beim Lückentext, ja, ich denke mal, auch das ist ähnlich wie die anderen Fragetypen ein eher häufiger Fall. Natürlich haben wir da immer das Dilemma sozusagen, je nachdem, wie die Auswahl stattfindet, kann es sein, dass man entweder was einträgt oder man wählt wirklich nur aus sozusagen. Dann hat man auch feste Auswahlalternativen. Dann geht es schon fast ein bisschen in Richtung wie der Multiple-Choice-Test, dass es eigentlich eindeutig ist, aber halt auch leicht kopierbar. Ja, Erstellung ist manchmal etwas ungewohnt. Das ist durchaus denkbar. Das hängt ein bisschen davon ab, wie der jeweilige Lückentext gestrickt ist natürlich. Also da gibt es ja meistens verschiedene Varianten. Auch in Moodle gibt es verschiedene Varianten, wie wir den gestalten können. Das ist zum Beispiel der untere Punkt, technische Rahmenbedingungen. Das ist auch, könnte auch ein Nachteil sein. Gerade wenn das über Menüsteuerungen läuft, dann kann es natürlich teilweise sein, dass wenn jetzt der eine oder andere... Das müssen wir uns natürlich immer vor Augen halten, wenn wir Bring Your Own Device nutzen und sagen wir mal so, bei uns an der TUM ist das jetzt eigentlich die Standardvariante. Es ist also, finden eigentlich kaum Prüfungen in PC-Labors statt, weil wir gar nicht so viele große PC-Labore hätten, um größere Prüfungen abzuwickeln. Und dann ist es natürlich immer, auch bei den anderen kommenden Fragetypen so, es ist nicht ganz absehbar, was für Betriebssysteme, was für Browser, welche Versionen, welches Alter, sage ich mal, zum Einsatz kommen, außer wir machen klare Vorgaben und wir machen Demo-Prüfungen zum Testen, dass das Ganze wirklich vorher nochmal intensiv geübt wird. Dann können wir natürlich bei verschiedensten Fragetypen relativ sicher davon ausgehen, dass es im Ernstfall dann in der Prüfung auch gut klappt und dass wir dann nicht plötzlich Darstellungsschwierigkeiten oder Ähnliches haben. Insbesondere wenn zum Beispiel Formeln oder solche Dinge dann zum Einsatz kommen. Auch das ist ja häufig der Fall, dass wir da mal mathematische Formeln mit reinpacken in bestimmte Fragetypen. Gut, das ist ja auch ein ganz einfacher Fragetyp, war falsch. Ich denke mal, den kennen wir auch alle. Da würde ich jetzt auch gar nicht so viel näher drauf eingehen. Die Schwierigkeit natürlich hierbei ist immer, die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass man die richtige Variante durch Raten erwischen kann. Also insofern kommen diese Fragetypen normalerweise in den Prüfungen eher nur selten zum Einsatz. Weil es ist natürlich klar, wenn wir jetzt eine wichtige Prüfung hätten und da sind 40 Wahr-Falsch-Fragen drinnen, dann kann ich allein durch einfach irgendwelches anklicken, wenn ich Glück habe, schon eine 4-0 erreichen oder sowas mit 50% der richtigen Ergebnissen oder etwas mehr. Das ist allein statistisch gesehen schon nicht ganz unwahrscheinlich. Ja, wenn Sie Anmerkungen dazu haben, wie gesagt, gerne sozusagen mal noch einen Beitrag oder Erfahrungswerte. Ich würde dann eher sagen, vielleicht gehe ich mal zu denjenigen, die ein bisschen jetzt sozusagen spannender sind. Also Kurzantwort ist ja auch eigentlich schon ein bisschen spannenderer Fragetyp. Der ist nicht ganz so festgelegt. Wir haben natürlich den Vorteil, dass man auch verschiedene Antworten teilweise vorgeben kann. Und der Studierende, der Teilnehmer nicht jetzt unbedingt sieht, welche Antwortvorgaben schon vorhanden sind. Aber trotzdem muss ich natürlich, und das ist, denke ich, auch eine Schwierigkeit bei der Kurzantwort im Vergleich zur offenen Frage, wenn ich die direkt auswerten möchte, automatisiert, dann müssen auch die Eintragungen genau in dem Schema und mit dem Buchstabenfolge erfolgen, dass sie ausgewertet werden können. Also es ist so eine halboffene Fragestellung, aber die birgt auch Risiken. Wenn man sich vorstellt, wir haben zum Beispiel komplizierte Fachbegriffe, die jetzt auch vielleicht internationale Studierende nicht perfekt richtig eintragen, kann das allein dazu führen, dass diese Kurzantwortfragen zu Fehlern führen, obwohl das Wort eigentlich richtig ist, sondern es ist nur ein Rechtschreibfehler drin gewesen oder solche Dinge. Das heißt, man muss dann häufig bei solchen Fragetypen im Nachgang nochmal drüber gehen und schauen, ist die Auswertung überhaupt korrekt erfolgt. Was die Sache wieder erschwert natürlich im Vergleich zu anderen Fragetypen. Ja, dann gehen wir noch zum Drag and Drop. Ist natürlich auch ein spannender Fragetyp, den gibt es in verschiedenen Varianten. Ich sage mal so, von der Anfälligkeit her ist es möglicherweise der anfälligste, je nach Variante, die ich auswähle. Insbesondere dann, wenn noch Bilder zum Ziehen, zum Einsatz kommen, ist natürlich immer, ich sage mal, die direkte Manipulation mit der Maus birgt Risiken. Hat viele Vorteile. Also ich mag den Fragetyp eigentlich total gern. Der wird auch immer mehr genutzt, würde ich mal sagen. Aber gleichzeitig haben wir eben das Risiko von Darstellungsfehlern,
Zum Beispiel, ich habe es jetzt hier mal reingeschrieben, Zielfelder werden vielleicht nicht richtig sichtbar oder zu klein dargestellt. Solche Dinge können passieren. Wir haben es zum Beispiel mit Proctoring-Lösungen an der einen oder anderen Stelle festgestellt, dass dann zum Beispiel die automatisch generierten Zielfelder plötzlich nicht mehr stimmen. Und das ist natürlich dann ein Dilemma. Das kann man dann nur durch Demo-Prüfungen rauskriegen, wenn bei irgendwelchen Teilnehmern, die Apple-User sind zum Beispiel, wenn dann jedes Zielfeld nur noch einmal ein Pixel groß ist, dann tut man sich irgendwie selbst mit der Lupe schwer, dann die entsprechenden Drag-and-Drop-Elemente noch zu nutzen. Aber da gibt es eben auch unterschiedliche Lösungen. Okay. Wir haben ja hier die, was wir sehen, ist die Gliederung der Taxonomiestufen nach Bloom, also welche ja eben Kompetenzstufe, Wissensstufe wird abgefragt. Die Fragen, die wir gerade in der Demonstration gesehen haben, haben sich ja alle auf der Wissensebene bewegt. Wie heißt dieser Platz, der sowieso, also Lücke ist, der ist ein zentraler Platz in München? Das sind alles Fragen, deren Antworten man natürlich leicht auf einem Spickzettel sich irgendwo bereitlegen kann. Selbst bei beaufsichtigten Prüfungen ist es dann eben möglich, wenn man hier so einen Zettel hängen hat und da ab und zu mal hinschaut, einfach dann die richtige Antwort zu erwischen. Eine ja, relativ wichtige Variante ist es daher eben in E-Prüfungen gezielt die Taxonomiestufe zu erhöhen von Fragen. Wenn du einmal weitergehst, bitte. Genau, dann kann man eben auf den anderen Stufen durch eine Umstellung der Fragen oder des Ziels der Frage ja eben auch den Betrug oder die Täuschungsversuche auch erschweren. Zum Beispiel könnte man auf der Verstehensebene abfragen, per Drag and Drop, ordnen Sie zu, welches dieser weltlichen und kirchlichen Bauwerke am Marienplatz steht, müssten dann dementsprechend welche zur Auswahl sein. Oder eine andere Variante im Bereich der Anwendung, bei der Kurzantwort, sehen Sie sich das folgende Bild vom Maria-Hilf-Platz in München an und nennen Sie in Stichworten drei Merkmale, in denen er sich vom Marienplatz unterscheidet. Also bei diesen Fragen muss man eben ein Wissen haben, das man anwendet und nicht einfach nur an der Stelle die richtige Antwort eingeben. Ein Beispiel haben wir noch zur Multiple Choice. Auch das ist auf einer höheren Stufe eben gut möglich. Lesen Sie sich den folgenden Text durch, also zum Beispiel irgendeinen beschreibenden Text, und wählen Sie anschließend unter den Antwortmöglichkeiten, aus welcher Platz beschrieben wird. Das alles setzt natürlich voraus, dass die Lehrveranstaltung das auch entsprechend so gelehrt hat. Das ist immer das Dreieck des Constructive Alignment. Wir steigen da jetzt direkt nochmal vom Anfang an ein, in den Bereich beaufsichtigte Prüfungsformate. Was wollen wir machen? Ich werde ganz kurz ein paar Grundlagen von beaufsichtigten Fernprüfungen berichten. Dann schauen wir uns kurz was zum Prozess an und was es für Werkzeuge gibt. Jetzt in unserem Fall mal von unserer Lösung, die wir an der TUM nutzen. Und dann schauen wir uns noch ein paar Ergebnisse an. Was ist denn so rausgekommen bei der Auswertung? Worum geht's? Also wenn wir über Proctored Exams, beaufsichtigte Prüfungslösungen sprechen, ist das immer ganz spannend. Ich zeige immer ganz gern diese Folie, weil das ist eigentlich ursprünglich ein Proctor. Das war früher eine ehrenwerte Person in der Kirche. Aber jetzt ist das Proctoring eben eine Aufsichtsperson. Und ich mache es kurz. Also wir haben hier auf der Folie, können Sie sich auch im Nachhinein nochmal angucken, auch mal eine Definition. Also da geht es eben wirklich um digitale Prüfungsformate, die außerhalb des Hörsaals und trotzdem beaufsichtigt stattfinden können. Und gibt es verschiedene Begriffe, auch Online-Invigilation oder sowas. Remote-Invigilation wird manchmal verwendet. Das ist eben ein bisschen so, je nach Region, je nach Land gibt es da die verschiedenen Begrifflichkeiten. Jetzt vielleicht nochmal für diejenigen, die in das Thema auch erst reinkommen, oder für andere vielleicht nochmal so zur Übersicht. Wir haben ja unterschiedlichste Lösungen in dem Themenfeld. Und wir sehen mal, das ist eigentlich
recht aufgeteilt hier. Das eine sind klassisch natürlich die Videokonferenzsysteme für Live-Prüfungen. Die werden ja auch fernbeaufsichtigt, wenn man so will. Die habe ich jetzt aber hier mal eher ausgegraut. Also hier geht es eher um Lösungen, die entweder live beaufsichtigt werden, schriftliche live beaufsichtigte Prüfungen. Dann gibt es ein sogenanntes Record and Review. Das heißt, es wird vorher aufgezeichnet und dann von einem Dienstleister oder auch von der Einrichtung selbst dann gefleckt und geschaut, wo sind da vielleicht kritische Elemente. Meistens vom Dienstleister, oder wir haben auch vollautomatisches Proctoring. Das heißt, der gesamte Prozess wird erst einmal automatisiert abgewickelt und dann am Ende erst die Bewertung erfolgt, dann natürlich durch menschliche Aufsicht nochmal oder durch menschliche Begutachtung. Die ganzen Systeme haben ihre Vor- und Nachteile, die ich jetzt nicht leider im Detail diskutieren kann, einfach weil wir heute gerade so viel Zeit haben. Aber Sie können sich natürlich vorstellen, dass Live-Proctoring-Systeme ein bisschen andere Rahmenbedingungen haben, je nachdem, wer es macht, als vollautomatische Systeme. Die sind halt technisch meistens recht komplex und es werden natürlich sehr, sehr viele Daten aufgezeichnet. Bei Live-Proctoring-Lösungen zum Beispiel, die könnte man ja auch die Hand haben, ohne dass es jetzt viel zu riesigen Mengen an Aufzeichnungen kommt. Das ist eben auch von Fall zu Fall verschieden. Oder dass menschlich beaufsichtigte Systeme, wenn sie als Dienstleistung genutzt werden, meistens natürlich teurer sind als die leicht skalierbaren automatischen Systeme. Also das vielleicht mal so als kleiner Rahmen. Also da könnte man viel natürlich dazu diskutieren. Jetzt ist noch mal ganz interessant, wenn man diese Tools nutzt, haben wir verschiedene Werkzeuge, wie wir die Beaufsichtigung ermöglichen können. Nicht richtig Beaufsichtigung, aber meistens dabei ist die Rechnerabsicherung, zum Beispiel durch Fullscreen, indem der Cache vorher gelöscht wird, nachher gelöscht wird, solche Dinge. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das werden wir nachher nochmal kurz sehen. Dann gibt es die unterschiedlichen Systeme zur Gesichtserkennung oder Bewegungserkennung zumindest. Also im Normalfall wird eher sozusagen die Gesichtsbewegung nur erkannt, weil das eben datenschutzrechtlich unkritischer ist. Es gibt auch Stimmerkennung, Tippanalysen und dann ergänzende Tools wie Plagiatsoftware, die noch mit gekoppelt ist, sage ich mal, oder ganz verrückte Sachen, wie zum Beispiel so ein Knuckle-Scan hier, also Fingerknochen-Scan, ist jetzt nicht verbreitet. Ich weiß nicht, ob einer von Ihnen mit ProctorTrack schon mal gearbeitet hat. Die haben das jetzt schon seit ein paar Jahren im Programm. Ich habe es mir nochmal angeschaut, aber ich weiß nicht so recht, ob das die ideale Idee ist, dass man dann so seine Fingerknochen so in die Kamera hält als Erkennungszeichen. Aber auch das gibt es. Okay, vielleicht auch für diejenigen, die jetzt in das Thema nochmal reinkommen wollen, das habe ich beim einen oder anderen vorhin ein bisschen so mitgenommen, dass es doch auch Interesse gibt, sich vielleicht in das Thema nochmal reinzubegeben. Da ist es meistens ganz spannend, auch mal zu wissen, was haben wir denn in Europa prinzipiell für Lösungen. Und meistens schielt man dann eher auf die europäischen Lösungen, einfach weil die auch von der Servernähe ist häufig die Argumentation wirklich, dass man versucht, eine europäische Lösung zu finden. Es gibt natürlich international auch ganz große ProctorU, Xamity, solche, die aber mittlerweile auch manchmal versuchen, ihre Server schon in Europa jetzt zu platzieren, damit sie dort auch auf den Markt besser eindringen können, ist ja klar. Das sind unterschiedlichste Typen von Systemen. Da könnten wir jetzt zu jedem einiges dazu erzählen, was ich auch total gern machen würde, aber das kann ich jetzt aus Zeitgründen leider nicht. Es sind welche, die sind zufallsgestützt mit Fotos, die praktisch nicht kontinuierlich aufzeichnen. Es sind welche dabei, die sind menschlich beaufsichtigt, wie TestReach oder Tesla. Das war mal so ein europäisches Vorhaben. Da war ich auch eng damit dran, sozusagen auf den Meetings. Die wollten für die europäische Hochschullandschaft ein eigenes Tool entwickeln, ist aber, ich sage mal, in Prototypen stecken geblieben, leider. Das war eigentlich längere Zeit mein Favorit auch, dieses Tool. Ist jetzt nicht das Auto, also nicht wundern, dass das irgendwie gleich heißt. Okay, das ist mal so die Landschaft, die wir haben. Und ich würde gleich weitergehen. Was kann man denn mit diesen Tools eigentlich machen? Wir haben gesagt, wir wollen was beaufsichtigen. Was können wir denn eigentlich beaufsichtigen? Ich schaue bloß mal schnell sicherheitshalber, ob im Chat was kommt. Nina, verfolgst du den Chat mit ein bisschen? Du unterbrichst mich, wenn was Dringendes reinkommt. Also was können wir denn beaufsichtigen oder mit so einer Prüfung machen? Und das ist eigentlich im Normalfall immer so schwerpunktmäßig auf diese Themenfelder fokussiert. Wir können natürlich den Prüfling beaufsichtigen mit den verschiedenen Tools, die wir gerade eben schon angesprochen hatten.
Wir können den Rechner sozusagen ein Stück weit überwachen oder Verschiedenes verhindern sozusagen. Und wir können eventuell, je nachdem, was wir aktivieren oder deaktivieren, auch verhindern, dass zum Beispiel spezielle Netzwerke noch genutzt werden. Also wenn wir zum Beispiel sagen, es dürfen zwar verschiedene Tools genutzt werden, also wir haben keinen Fullscreen, aber derjenige darf jetzt nicht surfen, dann können wir natürlich auch schauen, hat er vielleicht die falsche Webseite aufgerufen oder absichtlich versucht, irgendwie über Google was rauszukriegen oder sowas. Also das sind so mal die verschiedenen Varianten, die wir uns nachher mal als echte Tools anschauen, wie sich das dann in der Praxis darstellt. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, bei dieser Form von Prüfungen auch verschiedenste inhaltliche Lösungen zu haben, aber die haben wir, denke ich, heute eh schon angesprochen, was wir alles mit elektronischen Prüfungen machen können. Im Prinzip ist das eigentlich eine ganz gute Kombination, weil wir natürlich viele Freiheiten haben, wenn wir beaufsichtigen, und wir haben ein Tool, was auch außerhalb des eigentlichen Prüfungsszenarios weiterhin aufzeichnet, zum Beispiel, oder die Beaufsichtigung ermöglicht, dann kann ich auch zwischendurch springen und kann die Teilnehmer zum Beispiel in Excel was machen lassen oder in SAP oder MATLAB oder an anderen Tools. Oder ich kann auch eine Open-Book-Prüfung prinzipiell abhandeln und die beaufsichtigen lassen. Was für mich halt auch eine charmante Lösung wäre persönlich. Ich bin ja selber aus der Mediendidaktik, sage ich mal. Also ich interessiere mich ein bisschen auch so für das Ganze drumherum und nicht bloß für die Technik. Und da muss man sagen, also es wird ja immer über Open Book und Proctored diskutiert. Also ich könnte mir auch eine schöne, charmante Lösung mit beaufsichtigter Open Book-Prüfung vorstellen, weil dann hat man verschiedene Vorteile eigentlich gemeinsam eingefangen. Das nur so am Rande, weil diese Schwarz-Weiß-Diskussion eben sehr häufig, sehr, sehr heftig geführt wird. Jetzt vielleicht mal zu der Überlegung, könnten denn diese Prüfungen prinzipiell für verschiedene Szenarien eingesetzt werden? Denn das meiste, was wir momentan während der Pandemie an Diskussionen haben, das sind eben die ECTS-Prüfungen, die normalen Klausuren, sage ich mal. Aber ursprünglich ist das Thema Proctored Exams gar nicht unbedingt nur für Klausuren gedacht gewesen, sondern insbesondere für spezielle Szenarien, die halt nicht anders auch außerhalb der Pandemie funktionieren, wie zum Beispiel Einstufungsprüfungen international oder Eignungsfeststellung, solche Dinge. Oder auch spezielle Nutzergruppen wie IMBA-Prüfungen mit Kohorten, die einfach zum Beispiel Manager oder sowas, die das nebenbei machen, die dann gar nicht so leicht nur wegen einer Prüfung um die halbe Welt vielleicht fliegen können. Solche Dinge. Und also das heißt, bloß um jetzt den Blick mal zu weiten, vielleicht auch auf die spätere Diskussion, also wir haben verschiedenste Szenarien, da könnten die Proctored Exams auch eher als Enabler dienen, weniger als Notlösung während der Pandemie, sage ich mal. Okay, wie lassen Sie sich in der Praxis umsetzen? Wir haben vorhin schon mal kurz angesprochen, in den allermeisten Fällen, je nach Rechtslage, jetzt in Europa zumindest, nach europäischer Datenschutzverordnung und den sonstigen Ableitungen, auch wie der Bayerischen Fernprüfungserprobungsverordnung, ist es ganz klar vorgeschrieben, dass wir zusätzlich zu der Fernprüfung mit Aufsicht auch eine Fernprüfung, eine alternative Prüfung im Hörsaal anbieten müssen, die zeitgleich stattfinden oder termingleich stattfinden. Also das heißt, die könnten rein theoretisch auch ein bisschen verzögert stattfinden, aber meistens werden sie eigentlich gleichzeitig stattfinden. Mit der Möglichkeit oder mit der Notwendigkeit, dass eben ein Prüfling, der nicht seine sensiblen Daten bereitstellen will, was ich auch verstehen würde, also können wir selber auch überlegen, haben wir ja vorhin schon, will ich das überhaupt? Der kann dann auch als alternative Prüfung in den Hörsaal kommen und mit menschlicher Aufsicht praktisch die Prüfung abwickeln, ohne dass seine sensiblen Daten aufgezeichnet werden. Das ist also die Idee, diese Prüfungen zu kombinieren als hybride Prüfungen. Wie läuft das Ganze im schnellen Überblick ab? Dann schauen wir uns nachher gleich mal eine praktische Variante an. Im Normalfall gibt es bei den meisten Tools hier so eine Authentifizierung. Das heißt, das wird dann direkt entweder im System oder menschlich gemacht, je nachdem, was man macht. Teilweise wird dann auch angeboten ein Room-Scan. Wir werden es nachher bei den Tools auch sehen. Da muss man aber ganz klar sagen, also jetzt nach der Bayerischen Fernprüfungserprobungsverordnung wäre das zum Beispiel jetzt in unserem Fall nicht zulässig, aber international ist es vollkommen üblich. Also wenn Sie eine Prüfung bei Microsoft machen, eine Zertifizierung oder Cisco oder sowas, ist meistens ein Room-Scan dabei, bei solchen Prüfungszertifikaten online. Dann wird die Prüfung gemacht.
Entweder wird sie menschlich beaufsichtigt, je nach Tool, oder sie wird vielleicht auch automatisiert beaufsichtigt und es wird aufgezeichnet. Und dann, ja, hat der Prüfling hoffentlich bestanden. Das kann man natürlich nicht vorhersehen. Aber das wäre so das Grundszenario. Ich zeige mal ganz schnell ein paar Minuten von einem Demo-Video. Ich würde jetzt gerne Prüfung direkt vorführen, aber Sie können sich natürlich vorstellen, wenn ich eine beaufsichtigte, mit Kamera beaufsichtigte Prüfung jetzt in unserer Videokonferenz machen will, das wird scheitern. Darum kann ich es also nur als kleinen Auszug schnell zeigen. So, jetzt gehen wir eigentlich direkt in Dann den klicken Sie Prozess auf Schnell rein. weiter und gelangen wieder zu einer Informationsseite. Hier stehen Angaben zu den Daten, die von euch erhoben werden, sowie auch die gesamten Einschränkungen von eurem Computer, die während der Prüfung gelten. Die sind sehr wichtig, also lest sie euch bitte in Ruhe durch. Im nächsten Schritt kommt der Systemcheck. Hier überprüft Proctorio, ob ihr eine aktive Webcam, Audioausgang, Internetverbindung habt, sowie auch, ob ihr euren Bildschirm freigegeben habt. Für Letzteres wird ein Pop-up-Fenster erscheinen. Wichtig ist hier, dass ihr aktiv auf euren Bildschirm klickt, um diesen auszuwählen. Andernfalls wird euer Bildschirm nicht erkannt und der Systemcheck wird scheitern. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn diesen Schritt könnt ihr so oft wiederholen wie notwendig bzw. bis alles passt. So, und der nächste Schritt ist einfach ein kleiner Zwischenschritt. Hier müsst ihr nichts machen, also können wir uns direkt weiterklicken und kommen zur Identifikation. Erfolgreich identifizieren zu können, reicht es, eure TUM-Studentencard vorzuzeigen. Wichtig ist dabei, dass euer Bild und ganzer Name gut erkennbar ist. Die restlichen Informationen könnt ihr gerne abdecken, müsst ihr aber nicht. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier die fiktive Studentencard von Anna Art benutzt. Benutzt aber in eurem Fall bitte eure echte TUM-Studentencard-ID. So, und weiter zum nächsten Schritt. Hier müsst ihr auch nichts Großes machen, außer Acht geben, dass ihr gut in eurer Webcam zu erkennen seid, damit Proctorio ein Bild von euch schießen kann. Hier sehen wir jetzt schon mal die Übersicht Und sozusagen damit nochmal aus gelangen den wir auch verschiedenen beim Varianten. letzten Schritt der Identifikationsphase an, nämlich die Prüfungsvereinbarung. Diese müsst ihr akzeptiert und jetzt werden wir endlich zu der tatsächlichen Prüfung weitergeleitet. Wie ihr sehen könnt, geht der Bildschirm automatisch in einen Fullscreen-Modus über. Diesen dürft ihr während der gesamten Prüfung nicht verlassen, andernfalls werdet ihr aus der Prüfung rausgeworfen. Dasselbe gilt für das Screensharing, der muss auch für die gesamte Prüfungszeit aktiviert bleiben. Oben links könnt ihr einen kleinen Proctorio-Panel mit eurem Bild sehen. Ihr könnt diesen gerne komprimieren, wie ich es hier gemacht habe, falls er euch stört. Das könnt ihr je nach Wunsch handhaben. Hier rechts könnt ihr ein kleines Übersichtsmenü sehen, in dem euch die gesamten Fragen angezeigt werden, sowie auch eure restliche Prüfungszeit. Und nun zu den Fragen selbst, die hier in der Mitte zu sehen sind. Ich werde jetzt mich demonstrativ durch die ganze Prüfungsfragen mal einfach schon recht schnell durchklicken. Die Antworten hier sind auch gar nicht so wichtig. Ja, also wie ihr sehen könnt, kann man hier die Antworten auch immer wieder weiter bearbeiten. Genau. Und jetzt gehen wir rüber zur nächsten Seite. Hier tippe ich mich auch noch mal ganz kurz durch. Wie ihr sehen könnt, ist es auch möglich, bei Bedarf wieder auf die vorletzte Seite zurückzukehren. Also ihr könnt ganz frei und leicht zwischen den Seiten navigieren. So, und wenn ihr alle Fragen beantwortet habt, könnt ihr auch gerne auf Abgeben drücken. Wie ihr seht, wird dadurch die Prüfung nicht sofort abgegeben, sondern wir bekommen diese Zusammenfassung zu sehen. Da können wir auch noch mal kurz überprüfen, dass wir wirklich alle Fragen beantwortet haben. Solltet ihr gerne noch mal zum Test zurückgehen wollen und noch mal was ändern, das könnt ihr gerne noch machen, solange ihr noch Prüfungszeit übrig habt. Falls nicht, könnt ihr den Test auch gerne abgeben, indem ihr hier einfach auf Abgabe und dann auf Bestätigung klickt. Solltet ihr euch aber nach Ende der Prüfungszeit euch immer noch mitten von den Fragen befinden, macht euch keine Gedanken, dann wird euer Test einfach automatisch mit eurem aktuellen Stand gespeichert und abgegeben. So, vielleicht bis dahin. Ich glaube, jetzt sind wir eigentlich durch den Prozess schon. Und wir haben jetzt auch gesehen, ich habe es jetzt bloß deswegen auch noch eine Zeit lang stehen lassen, wie praktisch direkt bei der Abgabe auch der Fullscreen wieder verschwindet und man normalerweise sozusagen wieder in den normalen Moodle-Modus zurückkommt und damit auch die Proctoring-Werkzeuge wieder automatisch abgeschalten werden, soweit sie eben vorher automatisiert zugeschalten wurden. Ich würde trotzdem gern im schnellen Überblick mal diesen Prozess zeigen, wie es sich bei uns darstellt. Wir haben diesen Prozess für die Fernprüfungen, besonders für die Proctored Exams, uns dahingehend so
überlegt und getestet, damit wir einfach ein Schema haben, was wir immer durchführen können und was wir dann direkt in der Praxis auch in den Moodle-Kursen, in den Prüfungskursen so umsetzen können. Und wir sehen es hier schon, nach der Vorbereitung gibt es eben immer eine Demo-Klausur. Die kann teilweise aus ein paar wenigen Fragen und Fragetypen bestehen, die halt auch später in der Prüfung vorkommen. Aber manche machen auch eine wirkliche Probeübungsklausur, die komplett ähnlich ist sozusagen wie die echte Klausur. Das Ganze dient eben einfach zum Testen von Technik und zum Kennenlernen der Prüfungsformate und einfach zu schauen, sich vertraut zu machen mit der Situation. Dann werden von den Verantwortlichen die Testfragen für die eigentliche Prüfung bereitgestellt oder beziehungsweise erstellt. Manchmal wird es auch parallel gemacht. Die Demo-Prüfung wird meistens so eine Woche vorher sowas oder ein paar Tage vorher, je nach Kohorte, dann bereitgestellt, sodass die Studierenden genug Zeit haben, das auszuprobieren. Dann wird die Prüfung durchgeführt und wir haben natürlich den Prüfungs-Standby, den wir vorhin ja heute auch schon mal angesprochen hatten. Der ist gerade bei den technisch doch recht aufwendigen Proctored Exams besonders wichtig, dass wir hier einen Ansprechpartner haben und eine Möglichkeit, dass wir technische Probleme melden können. Dann kommt die Nachbereitung der Prüfung und der entsprechende Abschluss. Also ganz wichtig eben, sowohl die Demo als die echte Prüfung sozusagen laufen dann schon im normalen Prüfungskurs ab. Und wir schauen uns gleich mal im Überblick an, wie der dann ausschaut, damit das Ganze abgedeckt werden kann. Ansonsten würde ich nur kurz nochmal über den Aufbau des Prüfungskurses direkt in der Praxis gehen. Ich hätte es auch direkt in der Plattform zeigen können, bloß ich wusste jetzt nicht, wie viel Zeit ich dafür zur Verfügung habe. Darum habe ich jetzt mal Screenshots gemacht. Faktisch ist jeder Prüfungskurs ein normaler Moodle-Kurs, der eben von uns als Template so vorbereitet ist, dass er nach Möglichkeit so ziemlich alles, was wir rund um die Proctored Exams brauchen, dass das schon drinnen ist in dem Prüfungskurs. Und das heißt, wenn jetzt ein Dozierender sich für so eine Prüfungsform entscheidet, dann kriegt er von uns eine Kopie von diesem Template und dann ist es in den meisten Fällen relativ schnell gemacht, die Rahmeneinstellungen noch zu machen. Aber das Wichtigste ist eben, dass er dann seine Fragen einpflegt und die Prüfung entsprechend vorbereitet und dann nochmal durchtestet. Das ist natürlich bei diesen technischen Prüfungen besonders wichtig. Hier sehen wir den Kopf, auch mit dem entsprechenden Demo-Video. Hier gibt es eins für Dozierende, aber es gibt eben auch das Demo-Video, meine erste Proctorio-Prüfung. Das ist jetzt sozusagen dieses Video, was wir gerade eben im Ausschnitt angeschaut haben. Dann kommen grundlegende Informationen in einem nächsten ausklappbaren Abschnitt. Wir sehen hier auch verschiedenste rechtliche Informationen oder eine FAQ für technische Probleme, wenn die vielleicht auftreten beim ersten Testen. Dann kommt die Demo-Prüfung. Ähnlich wie im Prozess gerade gezeigt. Da haben wir auch beide Varianten, die man beliebig oft ausprobieren kann. Das ist ja in aller Sinne, dass man da übt mit den entsprechenden Informationen. Dann ganz wichtig kommt die Auswahl. Wofür hat sich der Prüfling denn jetzt letztendlich entschieden, für welche Variante? Denn er soll ja schließlich nicht beide später sehen können und beide bearbeiten. Und er braucht gleichzeitig, da gibt es ein Einverständnis, nochmal explizit hier in diesem Abschnitt, dass er bereit ist, die personenbezogenen Daten zu liefern, dass er entsprechend informiert ist, zum Beispiel, dass es auch Leihgeräte gibt, falls die technische Ausstattung nicht funktioniert oder solche Dinge. Also da ist noch ein Schwung dahinter an auch rechtlich wichtigen Informationen, die bestätigt werden. Und jetzt nicht erschrecken, das ist jetzt sozusagen die Dozentensicht von der eigentlichen Prüfung. Der Prüfling sieht letztendlich am Anfang nur die beiden Warnmeldungen. Sie haben die Prüfung nicht gemacht, die Demo-Prüfung nicht gemacht oder sie haben keine Variante ausgewählt. Und wenn er die oberen Varianten erfüllt hat, die Anforderungen, dann verschwinden diese Warnhinweise und er sieht dann seine Informationen von der Prüfung. Das Ganze drumherum ist halt aus der Administratorensicht hier sozusagen. Davon würde der Prüfling eigentlich nichts mitkriegen. Sonst wäre er ja geschockt, wenn er dann am Schluss massenweise technische Informationen sehen würde. Das heißt jetzt hinter den Kulissen, wir haben eben die Möglichkeit, die Proctorio-Werkzeuge, die Proctoring-Werkzeuge einfach auch ziemlich feingranular einzustellen. Proctorio unterscheidet da grundsätzlich erstmal zwischen Aufnahmeoptionen und Lockdown-Optionen. Bei uns an der TUM ist es so umgesetzt, dass in der Variante der Prüfung, die im Hörsaal stattfindet, es bei den Recording-Options die Bildschirmaufzeichnung und die Web-Traffic-Aufzeichnung aktiviert. Das heißt, auch wenn man im Hörsaal die Prüfung macht,
wird eine Aufzeichnung vom Bildschirm gemacht. Und wenn man zu Hause die Prüfung ablegt oder eben außerhalb vom Hörsaal, dann werden eben noch die anderen beiden Optionen auch aktiviert. Und die Lockdown-Optionen sind jetzt so fast schon ja, mit am strengsten eingestellt, wie wir es hier sehen, wie es möglich ist. Man kann, wie es auch im Video gesagt wurde, eben einstellen, dass man in einen Fullscreen-Modus gehen muss. Man also nicht zwischendurch auch lokales Programm am Computer aufrufen kann, dass eben auch keine anderen Browser-Tabs geöffnet sein dürfen, dass die Zwischenablage gesperrt wird. Man kann also in der Prüfung nicht Copy-Paste machen, man kann aber vor allem eben auch nicht vor der Prüfung aus einem Skript die Zwischenablage füllen und dann in die Prüfung sozusagen die Antworten mitnehmen. Genau, das einfach nur mal so als Eindruck. Man kann diese Einstellungen aber natürlich auch alle lockern. Also man könnte sich auch hier einer eher Open Book Klausur annähern, die halt mit Video und Audio mit beaufsichtigt wird, zum Beispiel auch mit Bildschirmaufzeichnung, und man erlaubt den Studierenden explizit 3 oder 5 bestimmte Websites aufzurufen während der Bearbeitung der Prüfung und könnte dann in der Bildschirmaufzeichnung auch nachvollziehen, ob sie sich dann eben gehalten haben oder ob sie noch weitere unerlaubte Websites und damit Hilfsmittel benutzt haben. Genau, es gibt noch einen weiteren Abschnitt, das sind dann die Verifikationsoptionen und die InQuiz-Tools. Verifikation, das haben wir auch am Anfang vom Video gesehen, da läuft eben so ein technischer Check von Proctorio, ob eben auch die Webcam funktioniert, das Audio erkannt wird, etc. Das kann hier einfach eingestellt werden. Ob das überprüft werden soll, ist natürlich sehr sinnvoll, dass die Studierenden das einmal kurz durchlaufen und somit eben auch die Sicherheit eigentlich gegeben ist, wenn sie den Check, also die Demo-Prüfung machen und damit eben auch diesen technischen Check durchlaufen, dass es wirklich für die Prüfung, die dann genauso eingestellt ist, auch genauso funktioniert und klappt. Diese Option mit dem Auto-ID-Check wird eben aktiviert für die Zuhause-Variante der Prüfung. Das haben wir auch im Video gesehen. Und für die Hörsaal-Variante wird es eben deaktiviert. Und man hat die Möglichkeit, weil man eben oft keine anderen Hilfsmittel verwenden kann, in Proctorio direkt zum Beispiel eben Taschenrechner oder Whiteboard zu aktivieren, die die Studierenden dann in der Prüfung aufrufen und nutzen können, um sich Notizen zu machen oder eben was auszurechnen. Genau, wenn die Prüfung dann stattgefunden hat, kommen wir auf die nächste Seite, ist eben für jeden Prüfling mit diesen Einstellungen, wenn er die Prüfung zu Hause gemacht hat, so eine entsprechende Ansicht verfügbar. Hier sieht man dann im linken oberen Bildrand das vollständige Video der Webcam vom Prüfungszeitraum. Rechts oben einfach das Geschehen auf dem Bildschirm, also auch wie sich da die Maus bewegt und wie geschrieben wird. Und unten auf diesem Zeitstrahl haben wir dann Markierungen, die Proctorio eben automatisch setzt, wo potenzielle Verdachtsmomente vorhanden sind. Die kann man sich dann gezielt anschauen und anklicken und beurteilen. Und das Ganze muss man auch nicht für jeden Prüfling machen. Also man kann grundsätzlich in einer Übersicht davor die gesamte Kohorte in einer Liste sehen. Und Proctorio sortiert die auch im ersten Moment beim Erstaufruf erstmal nach Verdachtslevel. Das heißt, der Teilnehmer hat hier vielleicht ein Verdachtslevel von 30% und ein anderer hat vielleicht 35% oder 28%, dann sind die entsprechend sortiert. Man kann sich die Teilnehmer auch anders, also einfach alphabetisch zum Beispiel sortieren in der Liste. Und man kann auch die Sensitivitäten individuell regulieren, was jetzt als besonders verdächtig gewertet werden soll oder was nicht. Also ein Beispiel ist, dass das Wegschauen von der Webcam, das häufige und längere, eben potenziell immer jemanden immer verdächtiger macht, desto häufiger und öfter man das macht. Wenn man aber Stift und Papier bei der Prüfung erlaubt, schauen ja alle ständig weg, weil sie schreiben, dann macht es natürlich keinen Sinn, diesen Sensibilitätsgrad hochzuhalten, weil dann alle zwischen 90% und 100% verdächtig sein werden, dann kann man das auch ausschalten.
Genau, das vielleicht nur mal so als erster Eindruck. Insgesamt ist so, ich lege immer viel Wert darauf zu betonen, es ist nicht so, dass man durch Proctorio während der Prüfung irgendwann aus der Prüfung gekickt wird. Also selbst wenn man wirklich Täuschungsversuche unternimmt, die auch ganz augenfällig sind. Also wenn hier jetzt noch jemand reinkommt und der zeigt auf meinem Bildschirm, da musst du klicken und dann wähle ich diese Antwort aus. Also da passiert während der Prüfung nichts. Das wird halt aufgezeichnet und das wird bewertet von der Software. Wahrscheinlich wird es relativ hoch bewertet. Und entscheiden tut am Ende aber immer der Prüfer oder die Prüferin, ob jetzt hier ein Täuschungsversuch vorliegt und eben bewiesen werden kann oder nicht. Genau. Wenn wir weitergehen, kommen wir noch zu dem Punkt der rechtlichen Rahmenbedingungen. Die sind vielfältig. Wir haben trotzdem nur eine Folie dazu gemacht. Vielleicht können wir die einfach einmal gleich komplett aufrufen. Wir haben da diverse Verordnungen, die uns einen Rahmen geben, das Bayerische Hochschulgesetz, die Prüfungsordnung der TUM. Wir haben in Bayern eben die Fernprüfungserprobungsverordnung, die momentan bis September 2024 gilt und uns eben auch expliziten Rechtsrahmen für beaufsichtigte Fernprüfungen gibt. Das ist gut, das ist aber jetzt auch nicht also es sind trotzdem Grauzonen vorhanden und auch Interpretationsspielräume und Dinge, die weiterhin, die die Praxis gezeigt hat, die dadurch einfach noch nicht 100% geklärt sind. Also auch wir bewegen uns hier manchmal ein bisschen mit Ungewissheit und entscheiden dann im Zweifel auch vielleicht eher konservativer, wenn mal eine Frage besteht, als dass wir irgendwie zu freizügig etwas entscheiden in Richtung vor allem natürlich Datenschutzthemen, sei es jetzt eben die Zeitdauer der Löschung von Daten oder was eben, welche Optionen von Proctorio gewählt werden können. Es ist zum Beispiel über die Bayerische Fernprüfungserprobungsverordnung der Roomscan, der in Proctorio eigentlich auch aktiviert werden kann, ist explizit ausgeschlossen. Genau, weil eben insgesamt das Ziel ist, so wenig Daten wie möglich zu sammeln. Wir sind schon ziemlich fortgeschritten. Matthias, vielleicht machen wir es nur noch einen kurzen, also ich versuche mich jetzt wirklich in ein, zwei Minuten kurz zu fassen mit unserem letzten Abschnitt. Was ist herausgekommen? Wir haben Befragungen durchgeführt über die letzten Semester bei Studierenden, die gerade eine Proctorio-Prüfung gemacht haben und dann auch bei Dozierenden. Da würde ich jetzt einmal ganz schnell drüber gehen, dass Sie einfach nur so ein paar Eindrücke mitnehmen. Wir haben die Dozierenden gefragt, hat sich der Notendurchschnitt der Prüfung im Vergleich zu einer papierbasierten Prüfung im Hörsaal spürbar verändert? Da hat die überwiegende Mehrheit gesagt, die Ergebnisse sind auf jeden Fall vergleichbar. 11% sagen, er hat sich spürbar verbessert. Also hier eben so ein bisschen ein Indikator Richtung eventuelle Täuschungsversuche. Die nächste Frage war auch an die Dozierenden, hat es sich gelohnt, das Format durchzuführen? Da haben auf jeden Fall auch sehr viele gesagt, also 2/3, ja, es hat sich auf jeden Fall grundsätzlich gelohnt. Es ist aber eben auch, wie man, glaube ich, auf der nächsten Folie sieht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Es ist auf jeden Fall gerade der Initialaufwand eben doch auch oft höher, die Fragen anzulegen, wenn man vorher auch noch nie einen E-Test im Moodle angelegt hat. Es sagen ja knapp oder gut die Hälfte, sie könnten sich auch Proctorio-Prüfungen in Zukunft weiterhin vorstellen. Gerne einfach gleich weitergehen. Ja, was ganz spannend ist, diese Befragung wurde sozusagen im Frühsommer jetzt diesen Jahres durchgeführt, als eher eine Entspannungssituation absehbar war, jetzt auch was die Pandemie angeht. Es wäre ganz spannend, diese Befragung jetzt vielleicht im Moment wieder durchzuführen, wo wieder die Wahrnehmung eine andere ist als im Frühsommer. Aber das ist jetzt sozusagen der Zeitpunkt, wie wir ihn wir konnten ja nicht laufen, die Leute das gleiche befragen, wie wir ihn da hatten. Ja, das ist noch eine gute Ergänzung. Genau, und die Studierenden haben sich jetzt eben in den letzten 3 Semestern mit einer für uns ziemlich eindeutigen Tendenz geäußert.
Genau, wir haben gefragt, was ist Ihr liebstes Szenario, die Papierprüfung im Hörsaal oder die E-Prüfung zu Hause? Und da sehen wir, dass die Tendenz eben sehr eindeutig ist und sogar der höchste Wert, also da, wo die Mehrheit eben abgestimmt hat, hat eben in dem Fall sogar für die E-Prüfung zu Hause ihr Veto abgegeben. Vielleicht sage ich da noch was dazu, weil wir hatten ja heute ganz am Anfang, da kommen wir vielleicht jetzt wieder am Schluss auch noch darauf zurück, noch die Diskussion, welche E-Prüfungsvarianten sind vielleicht auch im Hörsaal interessant oder sowas, oder sprechen wir darüber heute auch. Und wenn man sich jetzt mal dieses Ergebnis anschaut, ist eigentlich ganz interessant, denn diese Prüfungen scheinen für die Studierenden gar keine entscheidende Rolle zu spielen. E-Prüfungen im PC-Labor zum Beispiel wünschen sich gerade mal 1% momentan noch. Was ich auch ganz anders früher eingeschätzt hätte, oder E-Prüfung am eigenen Gerät im Hörsaal ähnlich. Also es geht wirklich so um die Sicht, entweder Papierprüfung im Hörsaal oder dann die E-Prüfung gleich zu Hause. Und da scheinen sich auch Gewöhnungseffekte, Pandemieeffekte, Verschiedenes scheinen sich da mit reinzuspielen. Das lässt sich natürlich schlecht jetzt ganz genau bemessen, aber ich denke, dass die Tendenz ist recht klar ersichtlich. Und vor allem dann damit natürlich auch begründbar, dass viele Studierende, gerade die Master oder sowas, die kennen fast nur noch Online-Prüfungen. Also manche haben dann auch geantwortet, ich kann gar nicht beurteilen, ob eine Papierprüfung im Hörsaal mir lieber wäre als eine Prüfung zu Hause, weil ich habe bis jetzt nie eine Hörsaalprüfung erlebt. Und das ist schon eine spannende Erkenntnis.